Hallihallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival World. Die Folge wird heute wieder ein bisschen kürzer, denn ich habe nicht so viel Zeit. Da dachte ich mir, komm, baue ich hier mal die Treppe fertig, die kann mal fertig werden. Bevor jetzt gleich die ersten abschalten, denken, yay, Baufolge, ganz viel langweiliges Zeug abbauen und so. Also einmal ist hier unten oben gleich eine Umfrage, die ploppt auf. Und andererseits habe ich vor, ein kleines Community-Projekt zu starten. Worum das geht, das sage ich euch dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Aber dazu muss ich unbedingt mal wissen, wer von euch einen Minecraft-Account hat und wer Lust hat, mit mir mal zu spielen. Und das heißt, schreibt bitte mal in die Kommentare, wer alles Lust hat, mal mit mir zu spielen und den Account auch hat. Okay, und dann können wir jetzt auch anfangen. Ich habe mir hier unten ein bisschen von den Steinen geschmolzen, die ich in meiner Mine zusammengefarmt habe. Und dann wird es jetzt vermutlich so einen kleinen Zeitraffer geben, wie ich dieses komplette Teil ausbaue und vielleicht schaffe ich noch die Anfänge vom Lichtsystem. Gut Leute, ich bin endlich fertig, ich habe die Treppe ausgebaut. Ich hoffe, ich hatte Zeitraffer gefallen. Ich habe es versucht, so schnell wie möglich zu machen. Und naja, es war ganz schöne Arbeit. Vor allem durch das Haste, das sind jetzt überall noch Löcher an der Wand. Den Cobblestone tue ich hier unten in die Truhe rein. Nein, nicht nach da. Sondern nach da. Die Truhe ist ja schon komplett voll mit Cobblestone. Hierhin kommt der Cobblestone an der Seite und Co. kommt da rein, an der Seite und da right. Und hier oben kommt der Kies rein. So ein bisschen Blöcke habe ich noch übrig. Ja, die kann man halt immer mal so gebrauchen. Nochmal schnell nachgucken, ob Nacht ist. Nein, aber gleich. Das heißt, ich müsste etwa genau rechtzeitig kommen, hochkommen, um mich ins Bett zu legen. So, dann hole ich mir so ein bisschen Redstone-Zeug. Ach nee, es wird gerade Tag. Ja, okay. Yay, das ist so cool mit dem Eis. Das habe ich, vergesse ich jedes Mal, wenn ich über diesen Weg drüber laufe. Den Weg bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drin, was ich euch zeigen kann? Nein. Genau, das Gold vom letzten Mal hole ich jetzt noch schnell aus den Öfen raus. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich alle befüllt hatte. Die unterste Reihe. Ich hatte doch 49 Gold da reingetan. Habe ich da schon was rausgeholt? Hier ist noch was. Da nichts. Nichts, 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 nichts. Hä? Okay. Keine Ahnung, wo das hin ist. Vielleicht habe ich es da schon reingetan. Ja. Ach so. Ja, okay. Ich habe ja 46 Gold im Inventar. Ihr seht, das ist jetzt die komplette Farming-Beute plus die Diamanten, die hier noch so drin sind. Plus die Lapisblöcke und die Redstoneblöcke. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Ich sortiere mein Inventar schnell aus und dann würde ich sagen, mache ich mich auch schon mal teilweise an die Redstone-Sachen. Ich brauche Redstone-Lampen jede Menge. Und suche mir mal schon mal einen schönen Abstand aus, in dem ich die da hinbauen will. Ich habe jetzt hier überall die Redstone-Lampen platziert. Mal gucken, ist Nacht. Nee, ist Tag. Aber jetzt wird gleich Nacht. Oh cool, das heißt, es hat etwa
10 Minuten gedauert, um die ganzen Redstone-Fackeln zu platzieren. Und dann, ich denke mal nicht, dass ich mit dem System heute noch fertig werde. Aber ich kann ja schon mal anfangen. Also ich muss die ganzen Lampen dann ansteuern. Ein paar Repeater brauche ich noch. Ich glaube, ich nehme mir mal ein bisschen mehr Redstone mit. So ein paar Ersatzblöcke sind immer gut. Und natürlich einen Hebel, Schalter oder Knopf. Komm, nehme ich mir einfach mal so ein bisschen Holz mit. Ich kann mir jederzeit neues farmen. Witziges Geräusch. Gut, und dann geht es rein, die Tür zu. Und hier drüben, das ist der Schalter zum Dicht an- und Ausmachen. Und hier hinter ist eine Redstone-Schaltung. Was ist denn das für eine Schaltung? Beeinflusst es in irgendeiner Weise die Schaltung? Wenn ich jetzt so mache. Hey, das wusste ich noch gar nicht. Cool, wie gut man doch seine eigene Schaltung kennt. Das finde ich witzig. So, aber da die Tür ja eh im größten Teil der Fälle geschlossen ist, brauche ich das eher nicht. Also ist egal. So, jetzt muss ich natürlich das Redstone-Signal, was hier unten ist, noch ein bisschen nach da kriegen. Ich baue diesen Block ab. Hier den Block ab. Und dann ist das da, wo ich es haben will, nämlich hier unten. Gut, die Schaufel brauche ich auch erstmal eher weniger. Schön ausleuchten, dass keine Monster spawnen können. Und immer brav zählen, wie viele Blöcke man schon, Redstone man schon hat. Ansonsten reicht das Signal vielleicht nicht mehr aus. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Okay. Das heißt jetzt 7, 8, 9, 10. Und jetzt will ich mal gucken, ob die Redstone-Lampe denn da überhaupt angeht. Nee, dann muss das hier auf einem Block drauf. So. Und jetzt geht die Redstone-Lampe auch an. Genau. Sehr schön, so will ich es haben. Also 9, 10. Hier dann das Teil baue ich dazu. Ist einmal komplett zugebaut, wunderbar. Und hier geht es dann runter. Und dann treffe ich auf die anderen Lampen und kann die auch ansteuern. Schnell nochmal eine Fackel platziert. Wo sind die Lampen eigentlich? Ich bin hier doch richtig, oder? Sehe ich die Lampen? Ach nee, warte, ich müsste ja direkt da drüber sein. Also warte, ich teste es mal aus. Ich gehe einmal ganz hoch. Jetzt bin ich hier bei 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, ich baue hier so eine kleine Repeater-Schleife rein. Hier kommt der Repeater rein. Und da kommt dann wieder das Redstone hin. So, dann kommt hier ein Block. Wartet. So. So. Dann kommt hier der Block drauf. Dann geht's weiter runter. 1, 2, 3, 4. Hier gehe ich raus und gucke mir an, ob es funktioniert. Licht geht an. Wunderbar. Das heißt, ich kann hier unten wieder einsteigen. Hui. Ich bin natürlich vorbeigesprungen. Und dann baue ich jetzt heute noch diese Hälfte fertig. Und demnächst irgendwann mal die andere Hälfte. Wir sehen uns gleich. Okay, Leute, ich schaff's doch nicht mehr. Ich muss jetzt los und so aufhören. Denn ansonsten schafft's das Video heute nicht mehr hochzuladen. Ihr seht hier, die komplette Reihe geht schon an bis runter. Also bis nach hier. Und den Rest, den muss ich dann später, morgen oder irgendwann mal machen. Kann es hier an- und ausschalten. Ich kann hier mal die Fackeln bereits abbauen, damit ihr seht, wie das ohne Fackeln aussieht. Denn das ist ja das Ziel, dass keine hässlichen Fackeln mehr an den Wänden hängen. Etwa so, das reicht aus. Die Fackeln hier können auch schon weg. Auf der anderen Seite muss ich ja nur identisch bauen. Es ist auch gar nicht so rohstoffintensiv, wie ich dachte. Und ja, du kannst dunkel machen und hell. Mehr geht noch nicht.
So, hier muss ich mir noch was ausdenken für den Hebel. Vielleicht leite ich die Schaltung da hinten ein bisschen weg. Und ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, denn obwohl das Video jetzt so keine Viertelstunde ging, war es trotzdem mehr als eine halbe Stunde Arbeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.